Servus miteinander. Es ist soweit. Ich kann es nicht glauben. Mich hat gerade eben Yamaha angerufen und meinte, die Maschine wäre da. Also die Tenere 700 ist heute gekommen. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Sie hat mir aber auch leider schon gesagt, dass die Maschine schon zusammengebaut ist und ich zwar vorbeikommen kann und auch den Brief schon abholen kann. Das heißt also, ich werde es in den nächsten Tagen auch anmelden. Dann gibt es auch gleich das Interview. Die Leute, die mich nicht auf meinem Blog folgen, das ist frankie-reisen.de. Da drin findet ihr also meine ganzen Geschichten, weil die Videos gehören ja immer zu den Geschichten dazu hauptsächlich. Klar, natürlich ist es auch für euch YouTube, nur dass ihr das also im Hintergrund wisst. Also es gibt ein Interview mit Tommy Wagner, dass wir halt jetzt zu Tommy Wagner fahren, die Maschine anschauen, dass wir dann bezahlen, die ganzen Teile holen und dass wir sie dann abholen. Und dann seid ihr auch dabei, weil dann fahren wir sie nach Hause. Ah, und sie wird natürlich nicht Standard sein, sondern sie wird sich noch verändern. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne mitvoten, welches Design so circa kommen soll. Da werde ich auch noch ein paar Sachen reinschreiben und ein paar Designvorschläge geben. Und ihr könnt dann abstimmen, welches Design es sein soll. Und das Design, was die meisten Punkte hat, das machen wir. Aber wir sehen uns gleich bei Tommy Wagner. Wir sind jetzt bei Tommy Wagner. Der ist jetzt aber auch gerade auch schon auf dem Weg auf seine Rennstrecke, weil die fahren nach Rijeka. Wir wollen ihn auch gar nicht weiter stören. Und heute ist die Maschinenabholung, so wie ich es ja gesagt habe. Und jetzt gehen wir einfach mal rein und schauen uns die Maschine einfach mal an, würde ich sagen, oder? Ich hab sie! Im Hintergrund seht ihr schon, Auspuff. Und da ist was ganz Tolles drin. Da ist der Schlüssel zur Macht. Fear is the path to the dark side. Bezahlt ist es. Ja, na dann, ich freue mich schon darauf. Bis morgen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ich habe jemanden gefunden, der mich zu Tommy Wagner bringt. Und das ist mein Vater. Deswegen werden wir wahrscheinlich während der Fahrt nicht quatschen. Ich hole die Maschine ab, wenn wir da vorbeikommen. Also ich habe jetzt leider niemandem Bescheid gesagt. Das heißt, also sie wissen noch nicht, dass ich jetzt komme, weil ich hätte eigentlich gestern kommen sollen. Aber gestern hat es so geregnet. Und deswegen ist das alles so, ja, in die Tonne gefallen. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir fahren heute. Schauen wir uns das mal bei Tommy Wagner in Ruhe an. Und das Interview kommt dann in den Tagen danach. Das heißt, also es wird ein eigenes Video daraus gemacht. Ja, also dann bis gleich.